Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vanilla Minecraft. Da geht's raus. Wie man sieht, bin ich hier immer noch unter der Erde und wollten eben mal gucken, ob wir noch irgendwas rausfinden, beziehungsweise irgendwas finden, wie das hier. Aber eigentlich, ernsthaft? Cool. Waren wir auf der Suche nach Gold. Ich hätte es jetzt beinahe wieder vergessen. Ich hoffe, es laggt jetzt nicht allzu sehr, weil ich im Hintergrund noch andere Videos rendere. Aber es sollte, glaube ich, nicht so schlimm sein. Ich habe einen Kommentar gekriegt, dass er noch auch ein bisschen mit Holz immer ins zum Main reinnimmt. Ich glaube, das war ein paar Minuten zu spät. Aber na und, ist ja nicht so tragisch. So. Eisen kann man immer gut gebrauchen. Den Redstone da unten auch. Nur ich muss hier nochmal ein bisschen ausleuchten. Oh, beinahe wäre es in die Hose gegangen. So, dalle. Ich hoffe, wir finden halt auch noch irgendwie nach Hause. Na gut, muss ja nicht unbedingt heute sein. Sondern ich hoffe, wir finden überhaupt mal wieder nach Hause. Und sorry, falls es irgendwie mal ein bisschen klappert. Ich habe noch einen Bonk-Bonk-Bonk im Mund. Weil ich ja... genau das. Immer dieses Räuspern während der Aufnahme ist nicht... gefällt mir nicht so. Kohle braucht man nicht wirklich. Da ist noch mehr Rotsteinstaub. Komisches Wort, ich weiß, aber na und? Also wie schon gesagt, Kohle brauchen wir ja noch nicht wirklich. Haben wir noch genug. Oh, wie ist meine Maus auf einmal so schnell? So, was können wir wegschmeißen? Ja. Jetzt wollte ich gerade mein Inventar sortieren. Bloß da gibt es ein Problem. Hier ist Inventory Tweaks nicht dabei. Ich bin eigentlich immer noch dafür, dass Mojang das übernehmen soll, den Mod. So, dass es eben halt fest drin ist in dem Spiel. Aber naja. Oh, das dauert ja schon wieder ewig, bis man hier oben ist. Nein! So. Danke. Ach, hier war Lava. So. So, Dele. Machen wir uns langsam wieder auf den Aufstieg oder bleiben wir noch ein bisschen hier unten? Ich bin dafür, dass wir noch ein bisschen hier unten bleiben, weil hier ist nämlich noch ein bisschen mehr Material im Berg drin. BZW in der Wand. Wow. Wow. Und ich habe noch nicht mal all meine Fackeln aufgebraucht, ey. Wow. So, ich glaube, von hier sind wir gekommen. Sieht zumindest demnach aus. Und jetzt suchen wir uns noch einen anderen Weg irgendwo. Dahin zum Beispiel. So. Du kommst weg, du kommst weg. Da haben wir noch einen Emerald. Kann man mit dem Emerald jetzt mittlerweile irgendwas craften oder ist es immer noch bloß als... Wow.
als Bezahlmittel für die Dorfbewohner? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, da ist noch mehr Eisen, hier ist noch mehr Lava. Mal gucken, ob das funktioniert. Perfekto. Also was mit Wasser funktioniert, funktioniert also ebenso auch mit Lava. Gut zu wissen. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist noch ein Stone drin. Wow, 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 wow. Necro, aufpassen, du hast gerade Diamanten im Inventar. Und durch das vermaledeite Rendern habe ich gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Würde jetzt zögern, gucken, wie lange das noch dauert, aber ich weiß nicht, ob der die Aufnahme abbricht oder nicht. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal nicht. So, du kommst da raus, hätte ich eigentlich auch so beenden können. Hups. So. Was ist denn hier noch so Feines? Also ich prognostiziere, wir kommen nie wieder hier raus. Nie. Wow, Tag. Nie im Leben, nicht nein. Das ist schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Einzige, was ich eben halt machen könnte, ist jetzt dann straight nach oben buddeln. Aber das ist eben halt auch ein bisschen ungesund. Aber ich glaube, in der Nähe ist kein Wasser. Von daher ist, dürfte es eigentlich kein Problem sein. Ich weiß, ich habe noch Kohle eigentlich bei mir zu Hause. Aber, ouch. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig haben. So, hier war ich auch schon 20 Millionen Mal. So. Ich höre dich. Blödes Skelett. Hier geht's natürlich auch nicht weiter. Na toll. Und somit sind wir unten gefangen für immer und ewig. Was ich irgendwo nie einsehe. Da ist noch mehr Emerald. Da hinten ist Redstone, hier unten ist Koal, also Kohle. Nein. So. Eisen, dort ist Redstone, das holen wir uns auch noch schnell raus, weil brauchen wir noch ein bisschen. Denke ich zumindest. Aber da wir jetzt eigentlich so. Ist doch eine tolle Idee mit dem Wassereimer. Danke. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber sagen wir das Lava-Problem jetzt gerade nicht. Cool, danke. Nice. Dann bedanke ich mich schon mal für diesen Kommentar. Das Problem ist bloß, dass es ja ewig dunkel dann wird. Ach du Heimatland. Das Praktische ist, diesmal habe ich meine Kopfhörer auf. Wird zwar mittlerweile ein bisschen, also mit der Zeit wird das ein bisschen warm unter dem Kopf, unter den Dingern. Aber das ist auch erstmal egal. Ich will mich jetzt zum Beispiel nicht 20 Millionenfach mal erschrecken. Ich glaube, eine Million reicht.
Und deswegen habe ich sie mir mal lieber. Na toll. Habe ich sie mir mal lieber aufgesetzt. Von daher bin ich da schon ein bisschen vorbereiteter als gestern. Muss ich erstmal überlegen, was wirklich gestern war. Aber ich glaube ja. So. Jetzt ist schon wieder das Skelett. Ja. Das sogar relativ nah. Was mache ich denn da? Ich sage ja relativ nah. Blödes Skelett. So, wo ging es gerade mal hier lang? Mal nachschauen. Nee. So, 31 mal Gold, 5 Emerald, 4 Diamanten, ein bisschen Redstone, Lapis, ernsthaft? Bisschen Kohle, jede Menge Eisen. Aber ich will hier unten nicht versauern. Deswegen müssen wir irgendwie mal gucken, wie wir wieder nach oben kommen. Und wir sind bei. Einundzwanzig unten. Holy shit. So, jetzt habe ich irgendwo noch so ein Knochengerüst gehört. oh, da geht das, das sieht gut aus. Na komm hier. Na komm, jetzt. Oh. Hallo? Gold? Eisen. Verdammt. Eigentlich brauche ich kein Eisen, ich brauche ein bisschen mehr Gold. Ja. Und da hat Klein Negro wieder die Hälfte vergessen, aber hier oben geht es auch nicht weiter. Gott, hier muss irgendwo ein Nest von den Viechern sein. Merkwürdig. Muss man dazu noch was sagen? Ich glaube, nein. Sehr, sehr merkwürdig. So.
So, aber ob wir hier wieder rauskommen oder nicht, ich würde sagen, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Gucken. Und ich würde sagen, man sieht sich in der nächsten Folge dann. Tschüssen!